Wow, wenn das nicht halbwegs attraktiv und das Biest sind. Wie hat sich der Porsche gefahren? Moment, wieso waren wir essen, wenn Sie den Wagen schon haben? Oh, mein lieber Schwan. Er hat sich das Rendezvous mit dir erschlichen. Das ist ja so ungeheuer köstlich und sättigend, dass ich glaube, ich werde wohl den ganzen Abend nichts mehr runterbekommen. Im Ernst? Ich denke ehrlich, ich kann keinen einzigen Bissen mehr von ihrer schmerzhaften Erniedrigung schlucken. Ich bin einfach gründlich übersättigt. Aber den Schlüssel können Sie mir einpacken. Yippie! Sie sind unmöglich. Sie sind die Einzige hier, die mich wie ein Menschen behandelt. Was haben Sie gesagt? Da war noch eine Frau, ist eine Weile her, rothaarige Ärztin. Sie hat oft mit mir gegessen, bis die anderen Ärzte sich über sie lustig gemacht haben. Sie nannten sie Hausmeisteresserin. Die hellsten Typen waren das nicht. Na jedenfalls, mir ist klar, dass sie nicht die gleichen Gefühle für mich haben, wie ich für sie. Und ich bin nie davon ausgegangen, dass sie das mal würden oder könnten. Aber heute mal so zu tun, als ob, hat sich irgendwie verdammt gut angefühlt. Zur Abwechslung. Tut mir leid. Wissen Sie was? Schon gut. Es war wirklich ein schöner Abend. Danke. Elliot. Oh, Kylie, tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts gegen einen Spontan. Wofür war der? Ich habe drüber nachgedacht, wie geduldig du warst, wie schön es mit dir ist. Und da tauchst du plötzlich auf. Das muss Schicksal sein. Warte, soll das heißen, du bist soweit? Wahnsinn! Aber zuerst will ich für Stimmung sorgen. Kylie, das muss Schicksal sein. Ich war heute Abend mit einer Frau unterwegs, die ich locker ins Bett gekriegt hätte, aber ich habe sie abblitzen lassen, weil ich mich so darauf gefreut habe, bei dir zu sein. Wieso hörst du auf, Weihrauch anzuzünden? Damit riecht das Zimmer so schön nach chinesischem Regen. Du hast mich heute Abend versetzt, um mit einer fremden Frau auszugehen? Das war keine fremde Frau, auf die war ich schon scharf, bevor ich dich kennengelernt habe. Du bist sowas von tot. Geh jetzt. Ich war am Arsch und wusste, was passiert, wenn ich meine Karten jetzt nicht richtig ausspiele. Dummerweise ist das passiert. So läuft das eben, wenn man den Kuchen behalten und essen will. Wenn du auch nur den kleinsten Fehler machst, bekommst du keins von beidem. Das kriegen wir wieder hin. Ihr könnt stiften gehen. Ihr seid wieder gefragt. Wo ist Margot? Auf dem Ludacris-Konzert mit ihrer leiblichen Mutter. Ich verliere meinen Van an ihn und Margot an Gangster-Rap. Scheißtag. Mal ehrlich, wer setzt schon was Wichtiges aufs Spiel für ein Stückchen Kuchen? Erledigt! Ich habe den Kontakt zu Rosanna eingestellt. Für immer. Baby, das waren ja nicht mal 20 Sekunden. Wie hast du das so schnell geschafft? Ich habe einfach gesagt, ich bin verheiratet. Du telefonierst mit der Frau, mit der du früher geschlafen hast und erwähnst nicht mal, dass du verheiratet bist? Sie hat mich nie gefragt. Das macht nichts. Wenn du Glück hast, bist du vielleicht nicht mehr lange verheiratet. Baby! Baby! Won't you be the new one born to shine? I'll take the blue ones every time. Walk me down your